willkommen auf meinem Kanal Kochen mit Vita. Ich bin Vita und ich lege gleich los. Wir machen heute Lagmann. Lagmann, da brauchen wir, oder ich zumindest brauche da immer Rind. Ich benutze immer Rind. Hab noch ein altes Stück. Vor 2 Monaten geschenkt bekommen und es liegt seitdem in der Gefriere. Und ich dachte mir, heute mache ich aus dem ein leckeres Gericht. Zu dem Gericht, wie gesagt, benutze ich Rind. Hier ist Rind, noch nicht ganz aufgetaut. Da brauchen wir ein paar Zutaten. Salz, Paprikapulver, Karotten, Knoblauch, Kreuzkümmel, Koriander, schwarzer Pfeffer, sowie einige Tomaten, Zwiebeln, Paprika, eine Zucchini, Paprikamark, Rinderfond und ein bisschen Sonnenblumenöl. So, fangen wir an. Ich schneide mal das Rind zu, dass ich in mundgerechte Stücke, dass ich ein paar, leider noch nicht ganz aufgetaut ist, aber das macht vollkommen nichts aus. Und natürlich ganz wichtig beim Kochen immer ein scharfes Messer haben. Sonst macht das Kochen keinen Spaß. Aber beim Fleisch her, wirklich, da passt wirklich jedes Fleisch. Es geht dann nur um die Zeit der Zubereitung. Rind natürlich ein bisschen länger. That's
Knoblauch ist fertig. Den holen wir auch ganz am Schluss. Ich würde sagen, wir wechseln den Spot. So, Spotwechsel. Jetzt sind wir neben dem Kasan. Raucht's. Ich habe frisch Holz reingeworfen noch, damit es wirklich knackig wird. Wie finde ich heraus, ob das Fleisch bereit ist zum Grillen? Eine Zwiebel rein, zack, sobald es brutzelt, sie ist bereit. Ungefähr die Hälfte. Und jetzt einfach schön von allen Seiten. Angrillen. Dun 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 d
Thank you.
Schön, dass das alles unter Wasser ist. So. Einticken würde ich noch ein bisschen Salz. Nicht viel. Ein bisschen Pfeffer. So. Das nochmal schön rühren. Und ab diesem Moment hier, wenn man so weit da ist, angekommen ist, sollte man den Deckel schließen. Die Flammenzufuhr zumachen ein bisschen und jetzt einfach 3 Stunden ziehen lassen. Ich würde sagen, in 1,5, bei der Hälfte, gucken wir mal rein, wie es aussieht und ob Flüssigkeit noch fehlt. Ansonsten sehen wir uns in 1,5 Stunden. Also, nach 3 Stunden des lang ersehnten Wartens machen wir mal auf. Hab mir Nudeln abgekocht. Wie gesagt, passt am allerbesten dazu. Macht aber was ihr wollt. Könnt Kartoffeln, egal was. So, dazu habe ich noch ein bisschen Petersilie vorbereitet fürs Auge. Am Schluss noch mal drüber. Das lassen wir noch ein bisschen. Jubeln wir das da drunter. Geschmacks- und Geruchsexplosion bestimmt. Also vom Geruch her auf jeden Fall schon mal. Also ich schöpfe mir mal ein bisschen was raus auf meine Nudeln. Um zu kosten. Ein bisschen Soße noch. So. Na gut, gucken wir mal. Das Fleisch. Butterzart, 3 Stunden, ist für Rind perfekt. Also ich weiß nicht, wenn ich das einfach nur wiedergeben könnte, was ich hier gerade schmecke. Alter Schwede, das Fleisch zergeht. Alle Gewürze zusammen. Das muss schnell rein zu meiner Familie, damit die das jetzt auch kosten können. So, jetzt haue ich die restliche Petersilie oben drauf, damit die auch was zum Anschauen haben. Optisch, damit es einfach schöner aussieht. So. Deckel wieder drauf. Und ja, wir wären soweit durch. Würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, die Glocke einschaltet und ein Like da lasst. Und vielleicht in die Kommentare, wie es euch geschmeckt hat, die es probiert haben. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao.